Ich möchte euch heute eine Variante von Bündchen zeigen. Und zwar das 1 rechts, 1 links Bündchen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das braucht ihr halt als Abschlussbündchen, eine Socke, eine Jacke, Ärmelbündchen oder auch am Halsausschnitt. Da könnt ihr das ganz gut verwenden, da es sich etwas zusammenzieht. Ihr schlagt euch zunächst dafür die Maschen an. Das habe ich schon mal getan. Möglichst eine gerade Zahl. Und dann stricken wir die erste Masche rechts und die zweite Masche links. Eine Masche rechts, eine Masche links. So wie der Name des Bündchens das besagt. Eins rechts, eins links. Und das strickt ihr immer abwechselnd die komplette Reihe. Wir haben mit einer rechten Masche angefangen. Also werden wir mit einer linken Masche enden. Da ich hier aber einen Kettenrand machen will, hebe ich die letzte Masche wie zum Linksstricken mit nach vorn gelegtem Faden ab. Wir wenden. Somit wird die auf der Rückseite linken Masche zur rechten. Also stricke ich auch die Randmasche jetzt rechts ab. Und dann folgt auch schon die linke und wieder die rechte, die linke. Ihr strickt also die Maschen genauso, wie sie euch auch erscheinen. Eine linke, eine rechte, eine linke. Die letzte Masche wieder als linke abheben. Nach dem Wenden ist das natürlich wieder eine Rechtsmasche, also rechts stricken. Und so wie die Maschen erscheinen, abstricken. Das macht ihr dann so lange, so hoch wie ihr das Bündchen halt haben wollt. Und könnt dann mit eurem eigentlichen Muster fortfahren. Immer schön abwechselnd, eins rechts, eins links, so wie euch die Maschen erscheinen. Habt ihr eine ungerade Maschenanzahl, dann würdet ihr natürlich, wenn ihr mit einer rechten beginnt, auch mit einer rechten Masche enden. Und müsst demzufolge dann auch mit einer linken in der Rückreihe wieder anfangen.
Ich versuche das möglichst immer als gerade Maschenanzahl zu halten, damit man sich nicht vertut. Wenn man ein paar Reihen gestrickt hat, sieht man natürlich, welche Masche das ist, wie man da stricken muss. Aber so in der ersten Reihe beziehungsweise in der zweiten könnte man dann sonst noch durcheinander kommen. Und so sieht das Ganze dann aus. Die linken Maschen verschwinden, die drücken sich nach hinten und es liegen eigentlich nur rechte Maschen nebeneinander. Das ist dann halt dieser Charakter des Bündchens, dass sich das zusammenzieht.